Jetzt musst du Ducky nur mit deiner Schnüffelnase finden. Lass dich nicht vom Grünfutter ablenken. So, ich bin in meinem Versteck. Versuch, mich zu finden. Vergiss nicht, Spikey. Hör auf deine Schnüffelnase. Wunderschöne neue Tag. Vor uns liegt der wunderschöne neue Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer erlebt man hier. Oh. Und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit. Entschuldigung, Vater Dreihorn. Spikey dachte, sie wären Ducky. Du hast dich immerhin verbessert, Spikey. Zumindest ist Vater Dreihorn kein Grünfutter. Ich bin überhaupt kein Futter, klar? Klar. Selbst wenn sie es wären, würde ich sie nie essen. Oh, Kinder. Nicht aufgeben, Spikey. Du musst einfach weiter üben. Ich bin immer noch in meinem Versteck. Jap, jap, jap. Ich weiß, du kannst es schaffen. Komm und such mich, Spikey. Vergiss nicht, Spikey. Achte schön auf deine Schnüffelnase. Du hast mich gefunden, Spikey. Jap, jap, jap. Na bitte, wer sagt's denn? Großmutter Langhals. Haben Sie Littlefoot gesehen? Er ist mit seinem Großvater Baumsterne sammeln. Das wird das erste Futterdankfest für Chomper. Ach, wie wunderbar. Ja, und was hat das zu bedeuten? Weißt du, vor langer, langer Zeit lernten alle bei uns im großen Tal, wie wichtig es ist, sich umeinander zu kümmern. Und jetzt feiern wir, dass wir so gut als Gemeinschaft zusammenhalten und nicht mehr vor den Scharfzähnen Angst haben müssen. Verstehe. Scharfzähne können manchmal ein großes Problem sein. Ja, sie sind furchtbare, grässliche Kreaturen. Ich such dann mal Littlefoot. Oh, ich hab doch nicht ihn gemeint. Chomper? Ach je. Hä? Hier drüben, Chomper. Wir haben die allerbesten Baumsterne für das große Futterdankfest gefunden. Willst du uns helfen? Nein. Wir Scharfzähne können die guten von den schlechten Baumsternen nicht unterscheiden.
Als ich ein Nestling war, haben uns Scharfzähne daran gehindert, Baumsterne zu futtern. Ja. Wir mussten uns mit Sumpfpflanzen begnügen. Igitt! Hey, Jumper, los komm! Du willst doch wohl nicht das Fest verpassen, oder? Ich denke nicht. Nichts als Grünfutter. Jumper, setz dich zu uns. Kommt, Kinder, ich möchte nicht, dass ihr mit einem Schafzahn spielt. Vielleicht sollte ich doch ins geheimnisvolle Jenseits zurückkehren. Hier will mich ja niemand haben. Oh, nein, nein, nein! Im geheimnisvollen Jenseits bist du nicht sicher, Chomper. Da gibt es lauter böse Schafzähne. Wie Rotklaue. Ja, ich weiß, aber ich bin ja auch ein Schafzahn. Ja, aber du bist ein netter Schafzahn. Und du bist unser Freund. Du bringst uns Sachen bei, die du weißt. Wie heute. Du hast Spike beigebracht, seine Schnüffelnase zu benutzen. Ja, da hast du recht. Du bist ein sehr guter Lehrer, Chomper. Doch, das bist du, das bist du. Hey, wenn ich Spike beibringen kann, seine Schnüffelnase zu benutzen, vielleicht kann ich dann den Schafzähnen auch beibringen, nett zu sein. Oh, ich glaube nicht, dass du... Danke für die tolle Idee, Ducky. Du hast wirklich was drauf. Hab ich? Oh, danke, Spikey. Wenn ich die Schafzähne dazu bringe, Freunde zu sein, dann ist das geheimnisvolle Jenseits genauso schön wie das große Tal. Jemand Chomper gesehen? Ich habe überall nachgesehen, aber sehen konnte ich ihn nirgendwo. Er ist vorhin weggegangen. Er hat irgendwas gesagt von Schafzähnen beibringen, Freunde zu sein. Schafzähnen? Freunden? Das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Wir sollten ihn lieber schnell suchen. Wie wollen wir das denn anstellen? Spikey kann ihn erschnüffeln. Mich hat er mit seiner Schnüffelnase auch gefunden. Dann kann er das bei Chomper auch machen. Ich glaube nicht, dass Spike irgendetwas erschnüffelt, was er nicht futtern kann. Doch, er kann's. Chomper hat ihm gezeigt, wie das geht. Du kannst gut schnüffeln, das ist klar. Die Schnüffelnase hast du ja. Mach es genauso wie vorhin. Spikey, dann finden wir ihn. Jetzt schnüffel los. Das ganz famos. Im Schnuppern bist du ganz groß. Du schnupperst wirklich wunderbar. Das ist ganz klar. Noch vorhin stand Chomper hier. Los jetzt, Spikey, zeig es mir. Hey, er hat den Schnüffelsinn. Wo ist Chomper hin? Er schnüffelt los. Ja, er schnüffelt los. Er schnüffelt ganz famos. Wirklich ganz famos. Im Schnuppern ist er ganz groß. Schnupper, schnüffel los. Das kannst du gewiss. Zeig uns, wo er ist. Jetzt schnüffel los. Ich würde schneller einen Schafzahn treffen. Aber
was soll's. Dann suche ich mir eben morgen einen Schafzahn. Jetzt machen wir erstmal ein Nickerchen. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass hier jemand wohnt. Aber vielleicht können wir ja Freunde sein. Richtig. Ihr sprecht Schafzahnisch. Ist Chomper da hingegangen, Spikey? Na schön. Mir nach, Freunde. Ein Schafzahn. Hey, hier bin ich! Wollen wir Freunde sein? Ein Erdschütteln? Oh. Wow, jede Menge Schafzähne! Hey, wohin so schnell? Wir können nicht Freunde werden, wenn ihr wird's wohl nie schaffen, Rotklaue zu zeigen, dass wir Freunde sein könnten. Spikey? Hast du irgendwas gefunden? Aber klar hat er was gefunden. Was zu futtern. Nein, seht doch mal. Spikey hat Fußabdrücke gefunden. Chomper! Hey, endlich mal jemand in meinem Alter. Das ist schon besser. Hallo, du da. Wollen wir Freunde sein? Wenn wir Freunde sind, können wir Fang spielen. Ich werfe und du fängst. Na. Ups. Naja, du bist ja noch ein Anfänger. Hey, nicht so wild. Wir essen unser Futter, nicht unsere Freunde. Au! Hey!
Vogel zu unterrichten ist schwieriger, als ich dachte. Na super, hier sind haufenweise Fußabdrücke. Komisch, dass wir noch keinen Schaftzahn gesehen haben. Nein, das nicht komisch, das toll. Ja, ich denke, Chompa geht's gut. So viel zum Thema Freunde finden. Weißer Berg, dann werden mir die Schafzähne nicht folgen. Das würde ich auch nicht machen. Ist das kalt? Oh nein! Chompa-Laute klingen genau wie Chompa. Ja, nichts wie hin. War wohl doch keine so gute Idee, Schafzähne im geheimnisvollen Jenseits zu unterrichten. Das ist ein schlechter Zeitpunkt zum Essen, Spike. Wir versuchen gerade rauszufinden, wie wir... Spike? Chompa. Ja, das haben wir, das haben wir. Wir haben überall geguckt, ob wir dich finden, aber wir konnten dich nicht finden. Also mussten wir dich erschnuffelschnüffeln. Du hattest recht, Ducky. Ihr seid meine Freunde und diese Schafzähne gehen mich wirklich nichts an. Sie wollen sich nichts beibringen lassen. Das klingt gar nicht gut, Freunde. Wir müssen von hier verschwinden. Erdschüttel! Was machen wir jetzt? Hier können wir nicht bleiben, das steht fest. Wir müssen springen, los! Wir müssen den Berg runter und zwar schnell. Komm, Freunde, rutschen! Rutsch, Spike, rutsch! Ja! Die nicht rutscht, lieber es fliegt! Ich werde auf keinen Fall den Berg hinunterrutschen. Es muss einen besseren Weg geben nach unten zu... Oh. Hey, wartet auf mich! Sehr bitte. Ich habe so viel
viel von dem harten Wasser geschluckt, dass es für den Rest meines Lebens reicht. Wenigstens sind wir am Leben und können den Rest unseres Lebens erleben. Wir müssen schnell von hier weg. Es sei denn, Chompa will Rotklaue noch ein paar Manieren beibringen. Oh nein, leider schaffe ich es nicht, dem Schafzahn Manieren beizubringen. Das liegt wahrscheinlich nicht an dir, sondern an dem Schafzahn. Egal, machen wir, dass wir nach Hause kommen. Du hast das Futterdankfest verlassen, bevor wir dir dein Geschenk geben konnten, Chompa. Wir haben deine Lieblingsfuttersachen gefunden, das, was du am liebsten futterst. Wow, danke, Freunde. Ich bin sehr glücklich, dass wir hier zusammen sind. Die große helle Scheibe leuchtet tief in mir drin. Ich wollte weg, ich wollte den Schafzähnen zeigen, wie schön es ist, Freunde zu sein. Freunde wie wir. Wir wollen, dass du bei uns bist. Ich weiß, dass das am allerschönsten ist. Ich bin sehr glücklich, dass wir hier zusammen sind. Die große helle Scheibe leuchtet tief in mir drin. Ich bin sehr glücklich und ich bin sehr gerne hier. Die große helle Scheibe leuchtet und scheint in mir. Ich bin glücklich. Will jemand was abhaben? Ugh.